Ich freue mich, dass Sie Wort gehalten haben, Herr Gabriel. Vor einem Jahr waren Sie hier und haben zur Belustigung vieler Fernsehzuschauer und der anderen Gäste, die hier saßen, unter anderem waren Sie auch mal hier, als Jan Böhmermann hier war. Vor viereinhalb Jahren. Viereinhalb Jahren? Ja, da kamen Sie aus dem Schlachthof, ganz abgehetzt von irgendeiner Wahlveranstaltung. Ja, aus dem Schlachthof. Bundestagswahl. Das war Bundestagswahl. Heute auch. Aber. Ja. er hat mich mal erschossen, habe ich vorhin. Ja, ja, genau. Aber als Spaß. Aber in der Rolle von Til Schweiger. Genau. Du warst nicht selber. Und was war noch mal der Anlass? Es gab Streit mit der Bundeskanzlerin und die hat dann auf Sie gezeigt. Nein, Sie haben auf die Kanzlerin gezielt und dann hat die so gemacht. Und dann habe ich Sie erschossen. Geschossen. Ja, ja. Wie im richtigen Leben. Tatsächlich, Sie sitzen jetzt hier und die Kanzlerin ist immer noch. So ist es. Naja. Was machen Sie jetzt eigentlich? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich sitze mit Ihnen hier in der Talkshow. Ja, aber das wird ja jetzt nach zwei Stunden dann irgendwann vorbei sein. Und dann? Ich fahre nach Hause. Und dann ärgern Sie Ihre Partei mit so Artikeln in der Zeit? Dann ich lese immer Sachen von Ihnen, wo ich mir denke, wenn das die Andrea Nahles liest, und wahrscheinlich liest sie das auch. Das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen den beiden. Sie lesen das. Der Einzige, der sich noch so ein bisschen bewegt in der SPD, da freuen wir uns in meiner Redaktion beim Neo-Magazin. Ach, Sigmar Gabriel hat wieder was geschrieben. Jetzt. Ich mache das ja nur, damit Sie nicht arbeitslos sind. Ja, aber ich meine, es scheint ja nicht so viel zu passieren in Ihrer Partei. Was ist denn da los? Das ist eine gute Frage. Wie viel Zeit haben wir denn heute? Ja. Das ist so eine nette Sendung. Ich schreite nur ein, wenn die Antwort zu lang ist. Bleiben Sie bitte dabei. Ja, was will denn? Hör auf. Giovanni hat vorher gesagt, Böhmermann, mach du mal die ganzen heiklen Sachen, absolut, damit ich hinterher mit ihm weiter essen gehen kann. Nee, aber ganz ehrlich, die Partei ist doch am Boden, Herr Gabriel. Seit Sie da weg sind, 14%, ist doch scheiße, ganz ehrlich. Das kann doch nicht alles... Endlich sag's mal einer. Ich will damit sagen, solange er dran war, hat er noch 20%. Da haben Sie immer noch 20%. Ich habe heute Steinmeier getroffen, der hat noch mal daran erinnert, 25,7. Er hatte 26 fast, ne? Knapp. Auch eine Erfolgsgeschichte, Per Steinbrück. Was macht der eigentlich? Ich weiß nicht, wie hoch ist Ihre Einschaltquote? Wie hoch ist nochmal Ihre Einschaltquote? Meine Einschaltquote ist irrelevant. Unter 25. Irrelevant. Einschaltquote ist egal, solange alle zwei Jahre eine Staatskrise ausgelöst wird, ist das alles egal. Ja gut, da sind Sie ja Profi. Ja. Ist das schon so lange her? Schon zwei Jahre her, ja. Wird aber Zeit, ne? Allmählich, ja, deswegen bin ich auch heute Abend hier. Aber nein. Okay. Er wird uns erzählen, wie das weitergegangen ist. Nee, aber wie ist denn die Stimmung zwischen Frau Nahles und Ihnen? Also zwischen Frau Nahles und mir ist die Stimmung so wie immer. Erkaltet. Keine. Ich habe nur gesagt, wie immer. Ah. Und Herr Scholz? Ich glaub, Olaf? Olaf sorgt dafür, dass das Geld zusammengehalten wird. Ah, okay. Ja. Gut. So in Ihrem Interesse, sind doch beim Öffentlich-Rechtlichen. Ja, naja, wir haben jetzt gerade letzte Woche ein Urteil bekommen, das Geld geht nicht aus. Wenn ich jetzt übernehme... Entschuldigung. Sie nehmen sich nicht viel. Wir nehmen sich nicht. Das ist aber ein Kompliment, oder? Ich bin unsere Regierung. Also, weil Jan Böhmermann gerade gesagt hat, was machen Sie, wenn Sie wieder weg sind von der Sendung, womit beschäftigen Sie sich? Letztes Jahr haben Sie sehr schön erzählt, wie Ihre Familie, besonders Ihre Frau, motzt, weil Sie wieder mit den Wichtigen unterwegs sind. Damals waren Sie noch Minister. Er hat sich lustig gemacht über mich. Ja, sie macht sich lustig. Na, gehst du wieder mit den Großen spielen? Mit den Großen spielen und dass sie nicht so gerne bei Empfängen dabei ist und so weiter und so fort. Wie geht es der Familie jetzt, da Sie nicht mehr Minister sind und nicht mehr ganz so wichtig? Also das Erste, was sie gesagt hat, ist, ich soll ihr keine falschen Versprechungen machen, dass ich mehr zu Hause sei. Sie würde mir kein Wort glauben. Also habe ich es auch nicht versucht. Also sind nach wie vor so viel unterwegs wie Nein, vorher? Natürlich nicht so viel wie vorher. Um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Nein, ich meine, klar, es ist jetzt mehr Zeit. Bekommt Ihnen das gut? Ich glaube, ja. Meiner Familie oder mir? Der Familie. Ich glaube, ja. Und Sie, würden Sie das unterschiedlich beantworten? Ich meine, niemand, der Minister war oder Außenminister war, geht auf dem Wege gern in Rente. Also das ist ja nicht, wenn man in Rente gehen will, geht man selbst. Insofern war das jetzt nicht irgendwie so, dass ich gesagt habe, endlich hast du mehr Zeit. Sondern das ist ja im Konflikt gelaufen. Aber auf der anderen Seite, wenn mir mal einer zusagt, dass ich bestimmt 100 Jahre alt werde, das muss dann aber auch klappen, dann bin ich bereit, mich ein Jahr über was zu ärgern. Da das keiner macht, habe ich es mit ein paar Wochen sein lassen. Aber das Leben ist zu kurz, um sich darauf zu sagen. Hat man nicht Angst, wenn man das dann damit aufhört, dass es sowas gibt wie einen Bedeutungsverlust? Ja, na klar gibt's das. Das ist ja schon irgendwie von Tempo 200 auf
verkehrsberuhigte Zone. Hm. Das ist schon so, aber ich habe vielleicht auch den Vorteil, dass ich eine Familie mit kleinen Kindern habe und dass ich nie nach Berlin gezogen bin, sondern immer gedacht habe, es ist ganz gut, wenn du irgendwie deine alten Freunde behältst, weil die neuen sind ja auch relativ schnell weg, manchmal jedenfalls. Ja, haben Sie die Erfahrung gemacht, dass einige wegfahren? Ich muss zugeben, ich habe bessere Erfahrung gemacht, als man gemeinhin so denkt. Aber als Sie befürchtet hatten. Oder so, ja. Mhm. Mir hat mal ein alter Freund gesagt, Junge, pass auf, wenn du mal abgewählt bist, hast du ganz weite Hosenbeine, weil keiner mehr dran raufkrabbelt. Mhm. Und deswegen habe ich immer versucht, irgendwie mir, ich habe nur noch einen Wahlkreis, deswegen bin ich auch deshalb da geblieben, aber es war ganz für mich wichtig, sowas wie Heimat zu haben. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass das doch irgendwie einfacher war, als ich am Anfang gedacht habe. Und was fällt einem am schwersten, wenn man sich selbst wieder zu einem großen Teil organisieren muss? Das ist nicht das Problem. Mir fällt gelegentlich schwer, die politischen Teile der Zeitungen zu lesen. Weil sie so leiden? Boah, ich denke, das kann nicht wahr sein. Aber innenpolitischen meine ich. Ja, im Wesentlichen sind es die innenpolitischen. Weil sie denken, Mensch, was ich da jetzt sagen würde... Manchmal auch das, ja. Manchmal auch das. Und das betrifft aber immer die anderen Parteien als die SPD. Nur. Ja. Ausschließlich. Darf ich noch eine ganz kurze Frage stellen? Natürlich. Nein. Wie fühle ich seit einem halben Jahr, seit Sie weg sind, frage ich mich das. Wenn man sich das so alles so mal anschaut, was bei Ihnen in der Partei läuft, und sich mal so versucht, in so einen Sozialdemokraten mit Zukunftsvision, was allein schon wahrscheinlich selten ist, hineinzuversetzen. Bei allen Planspielen, die wir in der Redaktion so aufmachen, da ist es eigentlich völlig unvermeidlich, dass Sie eines Tages wieder aus Goslar nach Berlin ziehen oder dahin gehen und wieder anfangen mit der Arbeit. Also eigentlich, wer denn sonst? Also erstens, Kevin Kühnert? Bin ich ja nie umgezogen. Erstens bin ich nie umgezogen, also kann ich auch nicht zurückziehen. Nee, Entschuldigung, also dass Sie nach Berlin gehen und dass Sie dann, Sigmar will es nochmal wissen. Der Gabel ist wieder da. Zweitens, Sie haben mir ja versprochen, Sie wollen eine Staatskrise auslösen, jetzt sind Sie gerade dabei. Ja, naja, also die SPD ist ja, Unruhe in der SPD ist ja keine Staatskrise. Aber wenn er zurückkommt, sagt er, löst er eine Staatskrise. Ja, wirklich? Ach, aber Sie könnten doch jetzt so viel auslösen, wenn Sie sagen, ich mach's jetzt. Okay, Leute, alles klar. Hat mich zwar keiner gefragt, aber da bin ich. Hat doch bei Merz auch geklappt. Knapp. Ja, knapp. 17 Stimmen. Knapp. Ja, die wird man doch irgendwie kriegen, meinen Sie. Ne? Ja, also. Also machen Sie mit? Helfen Sie mit? Ich bin ja öffentlich-rechtlicher Fernsehmoderator. Es ist schwierig mit Parteien und parteipolitischem Engagement, aber. Feigling. Aber nicht Feigling, weil es einfach schlecht bezahlt. Ist einfach so. Ich kann so ein bisschen rauen. So als Sozialdemokrat, da kann man sich eigentlich immer darauf verlassen, dass das Volk einem den Rücken stärkt, oder? Was macht ihr eigentlich, wenn ihr uns Sozis nicht mehr habt? Momentan die Grünen wählen. Über keinen könnt ihr herziehen, über keinen könnt ihr euch lustig machen. Wenn es eng wird, dann kommt er wieder an und wir sollen den Karren aus dem Dreck ziehen. Insbesondere dann, wenn es um die Verteidigung von Pressefreiheit und öffentlich-rechtlichem Rundfunk und sowas geht. Ne? Menschenrechte, Europa. Ich hätte so ein paar Geschichten. Es gibt eine Lust daran, die Sozialdemokratie zu zerlegen. Leider trägt sie auch noch dazu bei. Wollen Sie, dass ich wieder übernehme oder wollen Sie noch ein bisschen... Und ob er wiederkommt. Ja, vielleicht aber helfen wir ihm auf anderem Wege. Vielleicht kommen wir zur Antwort auf anderem Wege, nämlich... Mozart! Nein. Mozart Kluge. Stimmt das, dass Sie Ihrer Partei mal empfohlen haben, Ihren Leichnam auszustopfen im Willy-Brandt-Haus im Keller? Ich habe mal, es gab so eine Wahlanalyse, und ich gesagt, eigentlich ist Sigmar und Schulz und Sie sind eigentlich in einem schuld. Dann habe ich gesagt, das ist doch ganz, ich biete was an, ich schreibe mein Testament, dass man mich ausstopfen darf, dann darf man mich in den Keller des Willy-Brandt-Hauses stellen und immer, wenn ein Schuldiger gesucht wird, dürfen Sie mich rausholen. Und da habe ich gesagt, wenn das hilft, gerne auch das. Und ich fand es lustig, andere nicht. Aber was macht dann Gerhard Schröder, ne? Der ist dann arbeitslos. Ja. Aber weil Sie sagen, Sie sind so oft der Sündenbock für die anderen, ja? Wenn Sie jetzt zurückblicken... Nein, ich glaube, es gibt schon auch Dinge, für die ich selbst... Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja. Also was auffällt, dass die meisten Genossen Sie sehr schätzen, aber sagen, er hat so viel angestellt. Ich meine, haben Sie da so ein kleines bisschen Problembewusstsein, dass Sie den einen oder anderen vielleicht mal vor den Kopf gestoßen haben? Ja, klar. Ja, das bleibt nicht aus. Ich...
natürlich ist man auch mal ungerecht. Und vor allem, wenn Sie Dinge zu Ende bringen wollen in der Diskussion und sich nicht mit irgendwelchen Formelkompromissen zufrieden geben wollen, dann schießen Sie auch über ins Ziel hinaus. Und das Sprunghafte, der Vorwurf des Sprunghaften, ist das einer, der Sie, den Sie annehmen können? Nicht wirklich. Warum nicht? Weil ich immer noch nach Gründen für das angeblich Sprunghafte suche. Das andere finde ich okay, dass man ungerecht ist und auch Dinge irgendwie falsch gemacht oder fehlbeurteilt hat. Das ist im Leben von Menschen so. Da sind Politiker nicht anders als andere. Und da soll man nicht immer tun, die anderen haben immer Schuld, das ist Quatsch. Hm. Sie, weil gerade danach gefragt worden ist und weil Sie gesagt haben, Sie brauchen Heimat, gerade jetzt. Ihre Heimatstadt Goslar hat Sie ja jetzt auch geehrt. Sie sind der 6. Ehrenbürger von Goslar geworden und haben gesagt, meine Mutter würde jetzt schallend lachen. Warum? Naja, ich komme aus Familien und sozialen Verhältnissen, wo das vielleicht nicht gerade sehr wahrscheinlich war, dass ich mal Ehrenbürger meiner Stadt werde. Meine Mutter hätte wahrscheinlich gesagt, ich bin froh, wenn er die Schule schafft. Also die, das waren ja doch ein bisschen komplizierte Verhältnisse bei uns zu Hause. Und ich finde eigentlich das Interessante an diesem Land, und das zeichnet Deutschland irgendwie aus, was Menschen hier werden können. Und zwar ohne dass es ihnen vielleicht in die Wiege gelegt war oder mit dem Marshallstab im Rucksack. Das gilt für den Gerd Schröder, der aus schwierigen Verhältnissen kommt. Niemand hätte gedacht, dass Angela Merkel aus den Verhältnissen, aus denen sie kommt, eine, wie ich finde, ziemlich bedeutende Kanzlerin des Landes wurde. Also man kann in diesem Land schon... Mögen Sie richtig gerne, ne? Also ich finde, dass sie Großartiges gemacht hat im Land. Das heißt nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, aber ich finde schon mal, jemand, der dieses Amt nicht wie so eine Monstranz vor sich herträgt, das fand ich immer bewundernswert an ihr. Orlando nickt eifrig. Und nur ganz kurz am Rande. Man muss ja nicht nur, weil man anderen Parteien gehört, immer erklären, immer der andere, der anderen Partei macht immer alles falsch, das ist ja Quatsch. Und waren Sie für AKK, Merz oder für Spahn? Ich wäre ganz bestimmt nicht für Herrn Spahn. Nein, aus inhaltlichen Gründen nicht. Ich halte ihn eben doch für sehr konservativ. Er repräsentiert einen Teil der CDU, der Gott sei Dank nicht die Mehrheit mehr hat in der CDU. Mhm. Ich glaube, dass Frau Kramp-Karrenbauer öffentlich häufig unterschätzt wird. Sie ist nicht das Abziehbild von Angela Merkel. Das, glaube ich, ist falsch. Und Friedrich Merz ist, glaube ich, der Sehnsuchtsort vieler traditioneller CDU-Wähler und Mitglieder. Ja, aber ich kenne auch viele Sozialdemokraten, die vorher gesagt haben, es möge Merz werden. Das kennen Sie doch auch. Ja, das sagen die, wenn der das wird, dann geht es den Sozis besser. Ja. Das fand ich ein komisches Argument. Glauben Sie, dass das nicht so gekommen ist? Erstens das nicht und zweitens, dann hängt man die Hoffnung der eigenen Partei an die möglicherweise externen Fehler in der Personalentscheidung einer anderen. Wie gering muss das Selbstbewusstsein sein, wenn man darauf hofft, dass es einem selber besser geht, weil die anderen den Falschen nehmen? Das ist doch irre. Also, für diese Antwort gibt es jetzt ein Geschenk. Judith, würdest du mir helfen? Oh, welches ist es denn? Ich glaube, das ist die rote Kiste. Also wenn man diese Kisten anfasst, ich möchte Ihnen das auch sagen, Sie haben Glitzer im Gesicht, Herr Gabriel. Das ist ja roter Glitzer. Und Naschen hat sich schon großflächig eingerieben mit seiner Box, damit er überall Glitzer hat. Das sieht toll aus. Das ist roter Glitzer. Mehr rein. Und vor allem bin ich sehr, sehr gespannt, ob Sie auf Anhieb erkennen, was das ist. Okay, Wahnsinn. Haben Sie gesehen, wie beziehungsreich schon die Farbe ist? Das ist... So rum habe ich gedacht, das ist ein Holzhammer, aber keine Ahnung. Sie erkennen das nicht wieder? Nee. Das ist eine Bürste, aber nicht für den Bart oder für die Haare, sondern für Tanzschuhe. Tanzschuhe? Meine sah ganz anders aus. Weil... Meine sah, ja, ich weiß, worauf Sie drauf sind, aber meine sah anders aus. Nämlich? Die war etwas länger und hatte, glaube ich, nicht so starke. Ich habe mal Turniertanzen gemacht. Ja. Deswegen. Und Sie haben nicht nur gesagt, Sie haben nicht nur Turnier getanzt, sondern Sie haben gesagt, das Tanzen war meine Rettung. Naja, irgendwie, ich weiß nicht, ob es meine Rettung war, aber es war jedenfalls so, dass in dieser Familie, die diesen Tanzclub organisierte, ich irgendwie doch ziemlich aufgenommen wurde und ich den Eindruck hatte, die geben sich wirklich Mühe, mich zu zivilisieren. Weil Sie ein wildes Kerlchen waren. Ein bisschen, ja. Mhm. Ja.
Und das hat Spaß gemacht. Und außerdem war es natürlich eine super Nummer. Es gab immer zu wenig Jungs. Es gab immer mehr Mädels, die tanzen wollten. Das war genial. Weil wenn wir dann Aushilfen, nannte sich das, beim Tanzen machten, lernten wir ständig neue Mädels kennen. Und mochten Sie die Mädchen auch? Die mich? Ja, in Maßen, ja. Und tanzen Sie noch? Ja, zumal meine Frau gerne tanzen geht, ja. Mhm. Ja. Also Bälle, klar. Also dann hoffe ich, dass Sie diese Bürste irgendwann noch zum Einsatz kommt. Ja, die sind ja für richtige Tanzschuhe. Die, sind nicht so, und die haben Sie nicht mehr? Nee. Mhm. Und damit man sich nicht auf die Klappe legt, wurden früher beim Turniertanzen die bisschen aufgeraut. Ein bisschen gewachst und dann die Schuhe ein bisschen aufgeraut. Das war der Trick dabei. Also wenn Sie sowas Schickes hatten. Das nächste Mal kommen, gibt es Tanzschuhe. Versprochen. Nach und nach komme ich dann, wenn ich oft noch herkomme, irgendwann bis zum Smoking. Wie auch immer. Vor allem kommt dann immer wieder die Frage, wie läuft es jetzt gerade mit Ihrer Frau, wo Sie jetzt 2 Jahre weg sind oder drei Jahre? Ich soll mir noch ein Geständnis machen, warum ich eigentlich heute nicht hätte kommen sollen. Sagen Sie. Ich sage, ich gehe heute zu einer Sendung mit Giovanni Di Lorenzo und da sagt die doch zu mir, dass sie früher auf Sie gestanden hätte. Was? Und dann habe ich ehrlich gesagt, also, ich habe auch gemerkt, da war irgendwie ein bisschen was aggressiver. Ja, ich hatte so, also, erstens finde ich, musst du mir das nicht sagen. Zweitens. Ich finde, das muss sie mir auch nicht sagen. Aber gut. Ja, von mir auch. Und dann habe ich die ganze Zeit gegrübelt auf der Zugfahrt, wo eigentlich die Ähnlichkeiten bestehen. Und scheinbar hat sie sehr unterschiedliche Geschichten. Aber darf ich Ihnen jetzt von Herzen zu Ihrer Frau gratulieren? Das ist über dieses Buch. Das ist, Judith hat gestern zu Recht gesagt, das Buch heißt, warum wir Frieden und Freundschaft mit Russland brauchen. Und dann stehen lauter Autoren drauf, auch sehr prominente, wie Lafontaine, Gauweiler, Platzek, der Sohn von Willy Brandt, Peter Brandt, aber steht nicht Sigmar Gabriel drauf? Warum eigentlich nicht? Ich bin von der Adelheid Barnes herausgegeben von der Ehefrau von Egon Bahr, ja, gebeten worden, einen Beitrag zu schreiben. Genau, darauf wollte ich gerade kommen. Ja. Ja. Und stehen aber nicht vorne drauf? Keine Ahnung. Haben Sie noch nicht geguckt? Nee. Schauen Sie, hier ich sollte was schreiben. Ja. Das also ist es drin? Wenn der Artikel drin ist, ist er gut. Ich bestätige, dass er drin ist. Er ist auch nicht kürzer als die anderen Artikel, die dann drin sind. Und ich wollte Sie einfach fragen, warum es in diesem Land diese große Sehnsucht nach wie vor gibt, sich mit Russland zu versöhnen, ganz egal, was die Russen anstellen. Was ist der Grund? Ich frage Sie das, nur damit wir das ein bisschen verengen in der Antwort. Sie wissen, dass die Russen sind, egal was sie anstellen, so das Projektion und Lieblingsland im Moment von Populisten in aller Welt. Es gibt eine ganz lange Tradition einer romantisierenden Beziehung Deutschlands zu Russland. Ich habe in meinem eigenen Buch auch ein Kapitel darüber geschrieben. Es ist mir übrigens in dem Buch am schwersten gefallen, dieses Kapitel zu schreiben, weil auf der einen Seite ist es so, dass jemand wie ich jedenfalls sich schon noch darüber im Klaren ist, wie viele Menschen in Russland, aber auch übrigens in der Ukraine, Weißrussland, durch Deutsche gestorben sind. Auf der anderen Seite man aufpassen muss, dass man nicht ein naives Russlandbild zeichnet. Es gibt eine lange Tradition, ich kann das am Beispiel meines Vaters machen, damit Sie ein bisschen vielleicht merken, wo das Riskante ist. Der ein schlimmer Nazi war. Mein Vater war bis zum Ende seiner Tage ein schlimmer Nazi und der sagte immer, der eigentliche Fehler sei gewesen, nicht etwa Auschwitz zu bauen und Menschen umzubringen, sondern dass wir, damit meinte er Deutschland, nicht mit den Russen gemeinsame Sache gegen die Amerikaner gemacht hätten. Mhm. Nach dem Motto, die sind doch eigentlich unsere Seelenverwandten. Mhm. Und es gibt eine unselige Tradition in Deutschland, die dieses Romantisierende macht. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass Polen 150 Jahre nicht existiert hat, aufgeteilt zwischen Preußen, Russland und Österreich. Das hat dazu geführt, als Polen neu entstand, 1918, dass die deutschen Eliten sofort gesagt haben, also das Experiment müssen wir mal schnell wieder beenden, und haben mit der Roten Armee, also die deutsche Reichswehr, mit der Roten Armee Pläne geschmiedet, wie man Polen wieder von der Landkarte kriegt. Und warum sagen Sie trotzdem, ist Ihnen die Versöhnung, Freundschaft mit Russland wichtig, auch jetzt? Ich finde, man darf weder naiv sein, noch aggressiv. Ich glaube, man muss zu Russland ein realistisches Verhältnis haben. Das ist ein Land, das
ein großes Nachbarland ist, das wird nicht seine Koffer packen und wegziehen. Das ist ein Land, das die Fähigkeit hat, Europa zu destabilisieren oder auch zu stabilisieren. Zurzeit versuchen sie, uns eher zu destabilisieren. Und ich glaube, das ist das, woran ich in dem Buch von Adalbert Bahr erinnere, der Egon Bahr eigentlich die richtige Idee damals aufgegriffen hat, nämlich zwei Dinge gegenüber der damaligen Sowjetunion zu machen. Erstens, einen klaren Standpunkt einzunehmen, übrigens auch verteidigungsfähig zu sein und gleichzeitig dialogbereit. Diese beiden Positionen, ich glaube, das ist das, was man heute auch machen muss. Ich glaube, Russland nimmt uns nicht für voll, wenn wir naiv, romantisierend damit umgehen. Mhm. Und ich glaube, es wäre auch falsch, es nur sozusagen immer aggressiv zu bauen. Herr Gabriel, danke, dass man mit Ihnen ernsthaft reden kann und sehr heiter. Ich halte es mit Jan Böhmermann, meines aber wahrscheinlich im Gegensatz zu ihm ernst. Ich finde, dass Sie fehlen in der Politik. Unabhängig davon, ob Sie Sozialdemokraten sind. Danke für das Gespräch.